Oh, Rido und Weidmanns Heil, liebe Freunde von der Hunter. Ja, in der letzten Folge, was erlegt, das hat missionstechnisch nicht gezählt. Ich habe jetzt mir die Mission nochmal genau im Browser durchgelesen. Ja, ich war mal wieder zu schnell über den Missionstext drüber geflogen. Also Reihenfolge ist egal, ob wir erst beim Stein ankommen oder erst erlegen. Denn das Erlegen ist eben im Prinzip ja zu einem beliebigen Zeitpunkt. Also steht da ganz klar, der Zeitpunkt ist egal. Aber es steht nicht nur rein südlich, sondern südwestlich von dem Ansitz. Und ja, ich war inzwischen ein bisschen weitergezogen. Erlegt hatten wir irgendwo in dem Bereich. Ziehen wir also jetzt hier. Ja, mal schauen. Komm es halbwegs gerade hin, ziehen wir hier so halbwegs gerade einen Strich nach unten, sehen wir, dass wir jetzt also hier natürlich klar und hier dann so rüber. Ja, das ist jetzt nicht gerade, aber ja, da sehen wir also hier, das ist also noch so in etwa südlich. Und hier in diesem Bereich müssen wir aufhalten, das ist also südlich des Ansitzes und westlich des Ansitzes. Südwestlich. Und da waren wir eben im Prinzip ja nur Süden beziehungsweise schon ja vom Ansitz aus genau in der Hälfte geteilt südöstlich des Ansitzes. Und ja, deswegen hat da die Elchkuh dann nicht gezählt. Die hat ihr Leben umsonst lassen müssen. Hätten wir das vorher oder hätte ich das vorher dann dementsprechend schon so genau gecheckt, so genau rausgelesen, dann hätten wir uns natürlich doch den Fuchs geholt. Denn der wäre dann doch wesentlich interessanter gewesen als die Elchkuh. Gut, wir probieren es jetzt einfach weiter. Jetzt müssten wir also wirklich in dem Bereich sein, in dem die Abschüsse zählen. Und ja, jetzt eben drei beliebige Tiere außer Rotfuchs. Rotfuchs zählt nicht in dieser Mission. Müssen wir erlegen, solange wir hier in dem südöstlichen Bereich, südwestlichen Bereich. Eieiei. Jetzt komme ich hier ganz durcheinander mit den ganzen Himmelsrichtungen. Herrgott nochmal. So. Wir hätten ja auch. Oh, eine Bärenspur. Weiblich 140 bis 290 Kilo, also für ein Weibchen auch gar nicht mal so verkehrt. Ah, da oben haben wir noch mal eine, die nehme ich auch mal noch an, aber dann ziehen wir weiter in Richtung Gräberfeld. Bär wäre natürlich schon auch interessant, aber ja, sehen wir hier jetzt nicht genau, wie alt ist die Spur und sie zieht halt einfach auch in die falsche Richtung. So, na. Da haben wir es jetzt. Haben wir wenigstens zwei Spuren aufgenommen. Aber ja, wenn die nicht irgendwo einen Bogen gezogen hat und in ein paar Metern vielleicht dann eine Spur kommt, wo sie wieder vom Tal hier in die Richtung, in die wir sowieso ziehen, dann eben unterwegs ist, dann werden wir das eher vergessen können. Denn nachher, wenn wir die dann schießen, ist die auch nicht südwestlich, sondern vielleicht auch wieder eher südöstlich des Ansitzes und würde dann eh nicht zählen. Ansonsten hätte ich jetzt hier, auch wenn wir letzte Woche doch die Braunbären en masse hatten, allerdings in den französischen Alpen in Val d'Or und eben nicht hier, würde ich trotzdem auch hier wieder auf Braunbären schießen, hätte ich kein Problem mit. Aber ja, müssen wir erstmal was vor die Waffe bekommen. Gerade Braunbären natürlich auch etwas schwieriger, weil wir da ja keinen Lockrufer haben. Wir können die über Futterstellen locken. Das ja, dauert aber natürlich ein bisschen länger. Also klar, ihr könnt auch hingehen, könnt euch einfach auch an eure Futterstelle hinsetzen, macht da eine Futtereinheit rein. Das reicht schon. Damit gibt es da eben eine Anlockung über den Geruch.
Dieses Futter riecht ja ein bisschen und Bären, die in der Nähe dann sind, kommen dann eben auch eher dorthin vorbei, weil der Geruch die eben anlockt. Aber es ist dann natürlich nicht ganz so viel los. So, schau mal da, wackelt ein bisschen seltsam. So, Sichtung hätten wir, aber mehr liegend schießen wäre nicht geeignet. Müssten wir stehen probieren. Schauen wir mal. Gut, da müssen wir uns dann mal markieren, wo die Stelle in etwa war. War nicht ganz so doll. Und ich sehe da auch durchs Fernglas jetzt kein Blut. Das ist kein gutes Zeichen. Wir stehen hier mal auf, rennen dort auch mal gerade hin. Aber ja, war für mich jetzt noch nicht wirklich ein gutes Zeichen, dass dieser Schuss auch geglückt ist. So, mal vom Rennen hier weg. Wo kommen wir denn hier am besten runter, ohne zu stürzen? Probieren wir mal hier so ein bisschen rüber zu gehen. Aber wir müssten hier noch in dem Bereich sein, wo es zählen würde. So wie die aber weggerannt ist und irgendwie, ja, hatte ich zumindest jetzt durch das Zielfernrohr. Deutsche Sprache, heute wieder sehr schwierige Sprache. Habe ich jetzt auch nicht dieses typische Zucken gesehen, wenn die Tiere einen Schuss bekommen. Also von dem her, ich habe aber ja auch nicht gesehen, dass da jetzt irgendwas im Weg wäre. Habe ich den vielleicht genau in dem Moment, in dem der Schuss sich gelöst hat, den Schuss verwackelt? Denn im Knien war ja doch ja, ein bisschen Bewegung drin, ich weiß es nicht. Oder war irgendwo unterwegs eine Kollision mal wieder, die man nicht gesehen hat? Ja, doch, da sehe ich jetzt Blut. Also wir haben getroffen. Wir haben getroffen. Und das leuchtet mir auch in so einer hellen Farbe, dass ich hier von einem Lungentreffer ausgehen muss. Ja, und hier sehen wir auch. Dann können wir der Spur hier so jetzt folgen. Die ist hier so ein bisschen und dann wieder nach links rüber. Also hier gemerkt, oh, hier wird es zu steil. Da ziehe ich lieber hier rüber. Und Lungentreffer, also finden wir auf jeden Fall. Ja, vielleicht haben wir nur einen Lungenflügel erwischt, dass die dadurch schon noch ein paar Meter flüchten konnte. Aber ich denke mal, wir werden sie bald liegen sehen. Ja, da ist es ja schon. Da liegt sie doch schon. So schnell kann es gehen. Dann können wir auch hier in die Hocke wieder runtergehen. Geruchsreduzierung ist auch abgelaufen. So. Da ist er. Und da sehen wir im Prinzip, ja, am Bein ein Streifschuss und dann in den Körper rein. Und deswegen war die Wirkung vermutlich nicht ganz so gut. Der Beinschuss, ja, wird hier als Körper im Prinzip jetzt mitgewertet. Und dadurch hat aber die Kugel wahrscheinlich schon, wurde die so ausgebremst, dass wir eben dann auch nur den linken Lungenflügel getroffen haben und nicht mehr tief genug eingedrungen sind mit der Kugel, um auch den rechten Lungenflügel noch mit zu erwischen. So, ich gehe wieder in die Hocke runter. Wir markieren uns hier wieder unser Steinchen, wo wir hinlaufen müssen. Und ja, Tier 1 von 3, die wir südwestlich des Ansitzes erlegen müssen, haben wir auch erledigt. In Folge 3, naja, wäre natürlich schöner gewesen, es wäre eher der Fall gewesen, aber ja, andererseits, wir mussten ja auch erstmal hier in diesen Bereich dann reinlaufen. Und zumindest haben wir bis dahin zwei schöne Füchse geschossen. Ja, einen dritten schönen Fuchs gesehen, den wir aber nicht geschossen haben, weil wir die Elchkuh geschossen haben, die wir dann eigentlich doch nicht gebraucht hätten. Hätten wir da schon deutlich gesehen, nee, brauchen wir gar nicht. Ah, hier haben wir mal wieder Elchkacker. Hätten wir da schon deutlich gesehen, nee, ist sowieso noch zu weit weg.
Ich gehe hier weiter, ich gehe nicht der Spur nach. Passt von den Koordinaten auf der Map noch nicht. Dann hätten wir eben den Fuchs genommen. So, Spuren können wir annehmen, aber wie gesagt, folgen wir jetzt nicht. Wir wollen hier weiter in Richtung Stein von Orms Grabstein. Da wollen wir weiterhin. Und selbst wenn ich jetzt in der Aufnahme eben die Mission nicht fertig schaffen sollte, sei es, dass wir den Stein nicht erreichen, aber das denke ich mal, sollte doch spätestens morgen in der Folge dann eigentlich möglich sein. Dann sollten wir weit genug auch schon vorgedrungen sein, dass wir gegen Ende der Folge dann spätestens den Stein so langsam in Sichtweite haben. Kommt natürlich auch darauf an, wie wir zwischendurch noch aufgehalten werden von weiteren Schüssen, von weiteren Tieren. Sollten wir den Stein erreichen, aber zum Ende dieser Let's Play-Woche am Samstag zum Folgenende noch nicht alle drei Tiere erlegt haben, ja, dann wisst ihr zumindest ja, wie es geht und dann werde ich da versuchen natürlich die Jagd noch weiterzuführen und die fehlenden Tiere dann noch mir zu holen. Ja, mal schauen, die Tage möchte ich dann auch noch mal versuchen, die Wandermission, die da die letzte Woche war es nicht, die vorletzte oder sogar noch eins davor. Was war denn das? Das war die Wandermission White Hart Island. Doch ist schon ein bisschen länger her jetzt, wo wir da 2 Wochen Let's Play gemacht haben und im Endeffekt hat es dann doch nicht geglückt, weil der Coyote hatte gefehlt, wenn ich mich recht erinnere. Die Mission werde ich also auch dann durchaus die Tage nochmal offscreen anpeilen, werde da kein Video von machen. Werde es dann aber eben andersrum machen, dass ich eben sage, okay, ich versuche erstmal die Tiere zu erlegen, die ich dafür brauche. Und wenn ich das schaffe, dann ja, jump ich noch schnell ein bisschen auf der Map rum, kann dann auch hier mit C laufen, dann sind die Tiere ja mehr oder weniger egal, je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe. Wenn ich natürlich viel Zeit habe, dann werde ich das ganz normal langsam ablaufen und mir in der Zeit auch noch ruhig ein paar zusätzliche Tiere erlegen, aber dass ich das dann so rum nochmal probiere und mal schauen, vielleicht die nächste Wandermission auf White Hart Island, dass die dann wieder im Let's Play zu sehen ist. Schauen wir mal. Generell muss ich sagen, finde ich die Wandermission jetzt eigentlich gar nicht so dolle für Let's Play, weil eben natürlich viel Abwandern ist. Man muss dann doch wieder in bestimmte Richtungen, kann sich nicht ganz so gut von den Tieren leiten lassen in eine gewisse Richtung. Und ja, das macht es dann eben schon ein bisschen schwieriger hier. Wenn man wirklich so spontan unterwegs sein kann, finde ich doch, ist vom Jagen auch teilweise ein bisschen schöner und könnte mir es vorstellen, dass das eben auch dann vom Zuschauen her etwas schöner ist. Nichtsdestotrotz, es werden sich immer wieder mal Missionen gewünscht und ja, hier haben wir auf jeden Fall jetzt mal wieder eine. Und wir werden sehen, wie weit wir sie fertig bekommen. 5 Punkte hatten wir auf der Liste drauf. 2 davon nach 3 Folgen haben wir schon erledigt. Ja gut, die Folge ist noch nicht zu Ende. Vielleicht kriegen wir noch einen 3. Punkt. Aber wir sind dementsprechend, ja, wir sind ja auch schon die Hälfte des Weges zum Stein. Also wir könnten eigentlich sagen, 2,5 Punkte haben wir schon abgehakt. Also von dem her ist doch noch deutlich die Chance da, dass das hier wirklich auch noch was wird. Dass wir das in die Woche noch wirklich reinbekommen. So, ich schaue nochmal auf die Karte. Ach ja, der Stein, der ist ja gar nicht mehr weit entfernt. Also den schaffen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Den schaffen wir doch auf jeden Fall. Dann ist ein weiterer Punkt abgehakt und dann fehlen noch die 2 Tiere südwestlich. Aber dann können wir uns natürlich auch schon wieder etwas freier bewegen. Wir müssen nur schauen, dass wir in diesem ja, südwestlichen Bereich drin bleiben. Können dann aber natürlich auch wirklich auch eher Spuren, die uns ja vielleicht hoffnungsvoll erscheinen, folgen und somit da doch noch ein bisschen mehr Chance.
da vielleicht was zu bekommen. Wobei ich auch wirklich sagen muss, ich war hier auch schon jagen und habe hier schon mehr erlebt. Also ist jetzt heute nicht unbedingt die tierreicheste Woche. Aber das ist eben, ja, wie gesagt, es ist ja sehr viel random in dem Spiel und ja, da ist dann dementsprechend natürlich auch ein bisschen Glückssache, dass man gerade, ja, in dem Moment jetzt mal das Pech hat, dass man in dem Bereich unterwegs ist, in dem jetzt gerade weniger Tiere gespawnt sind und dementsprechend hier weniger anzutreffen ist. Das kann in der nächsten Jagd schon wieder ganz anders aussehen. So, die Spuren sind zwar schon sehr alt, von dem her für uns eher uninteressant, aber ja, da es auf dem Weg liegt, werden wir die natürlich mit annehmen, um unsere Spurensuche hier noch ein bisschen zu skillen. Und wir sehen schon im Huntermade den Ansichtspunkt reinwandern, also da kein Problem, erreichen wir. Ich schaue derweil mal auf die Uhr, sehe 16 Minuten überschritten und ja, ihr wisst, was das heißt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.